Dann fangen wir mit dem zweiten Vortrag an. Balance of Entropy. Ja, das ist schon der fünfte Vortrag, den ich diese Woche hatte. Verschiedene Universitäten, und ich hatte leider nicht so viel Zeit für die Vorbereitung, aber ich habe letzte Woche meine PowerPoint-Diashow vorbereitet. Also ich weiß nicht genau, was ich sagen werde, aber ich lasse mich von meinen Ideen inspirieren und habe so gut meine Rede getrieben. Also es geht darum, sich die Frage zu stellen, was ist der Unterschied zwischen einem Computer und ein menschliches Gehirn. Weil wir haben in der Science Fiction sehr viele Vorstellungen von möglichen Verbindungen zwischen menschlichem Geist und Computer, aber das ist im Prinzip absurd. Das würde erst nur möglich sein, wenn wir einen neuen Computer erfinden. Weil eigentlich der digitale binäre Computer des 20. Jahrhunderts von Alan Turing ist sehr mechanistisch und hat wenig mit dem menschlichen Geist zu tun. Und das sieht man ganz offensichtlich, wenn man betrachtet, was IBM aktuell in diesem Bereich macht. So, ich komme gleich dazu. IBM hat ein großes Projekt namens Cognitive Computing. Und die haben 20 Labore auf der Welt, die Forschung machen. Und die sagen, ja, der Computer, wie wir den kennen, entspricht nur das rational Denken der Hälfte des Gehirns. Und die rechte Seite des Gehirns, das hat Marshall McLuhan auch gesagt, ist die kreativ, intuitiv, vielleicht weiblich, wenn man es so ausdrücken will, als Feministin. So Emotionen, Gefühle, Intuition, der Zusammenhang des Körpers, das sogenannte Verkörperung des Menschen. Und IBM meint mit diesem Projekt einen ganz neuen Computer zu schaffen. Also die wollen, das ist ein künstliches Intelligenzprojekt, die wollen verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert und dann ein Reverse Engineering machen. Das ist die Idee, nachdem wir verstanden haben, wie das Gehirn funktioniert, können wir einen neuen Computer designen. Das zeigt ganz klar, dass das bestehende Paradigma des Computers sehr begrenzt ist und wenig zu tun haben kann mit einer möglichen Verbindung zwischen menschlicher und Computerspeicher. So, wenn wir einen exemplarischen Science-Fiction-Film wie Johnny Mnemonic betrachten, so hier zu William Gibson an dem Festival sehr im Vordergrund, das Johnny Mnemonic ist nach einer Erzählung von William Gibson. Es geht darum, dass Keanu Reeves, der Hauptdarsteller, er hat technische Implantate im Gehirn und er ist ein Courier für Daten. So die Annahme des Films ist, ja, Computerspeicher ist ähnlich zu dem Speicher im Gehirn. Und das ist also sehr naiv und widerspricht Neurowissenschaft, das Wissen aus den Neurowissenschaften. So, bei sehr vielen Science-Fiction-Filmen geht es darum, wie können wir den menschlichen Gehirn kontrollieren, beherrschen, manipulieren. Das wäre eine mögliche Unterhaltungsmedium, wie wir sehen werden. Also ich wollte Trailers aus drei verschiedenen Science-Fiction-Filmen bei YouTube zeigen, aber wir haben kein
Internetverbindung. So ich habe stattdessen DVDs dabei. Es interessiert mich sehr, diese Fernsehserie, britische Fernsehserie aus den 60er Jahren, The Prisoner. In Deutschland heißt es, heißt die Sendung Nummer 6. Das ist von Patrick McGoohan kreiert worden. Er ist der Hauptdarsteller, der Drehbuchautor, der Director und Producer. Also er ist ein James Bond-ähnlicher Figur, ein Geheimagent der britischen Geheimdienst, und er entscheidet, er will zurücktreten, er will nicht mehr, er hat die Nase voll aus persönlichen Privatgründen, aber das ist im Zeitalter des Kalten Krieges, die glauben ihn nicht, die glauben, dass er geht über zu den Russen, und die nehmen ihn als Gefangener. Und er muss den Rest seines Lebens in einem Dorf am Mittelmeer leben. Und da gibt es viele Social-Terror- und Foto-Methoden. Und die wollen aus ihm Informationen. Die Serie ist von Marshall McLuhan's Ideen in den 60er Jahren sehr beeinflusst worden. Nummer 6, zwar nur 17 Folgen, hat viele, viele Science-Fiction-Filme, zum Beispiel The Truman Show, sehr stark geprägt. Also die Fernsehserien sind auch sehr wichtig in Science Fiction. So, es gibt eine Folge, die heißt A, B und C. Und, da, und das zeige ich am Ende des Vortrags, weil daher, da wir ein bisschen technische Probleme haben, werde ich dann aus dem DVD 10 Minuten oder so von dieser Folge A, B und C zeigen. Also die Entwicklung einer Multimedia-Technik, die schafft eine Verbindung zwischen seinem Gehirn und diesem Gerät, und die können dann seine Träume auf einem Bildschirm zeigen, und dann können sie seine Träume auch manipulieren, die schicken Figuren rein, es ist so wie virtuelle Realität, aber es ist eher dieses Cognitive Interface zwischen Multimedia, Audiovisionen, Geräten und das Gehirn. Das werden wir gleich sehen. So, ich finde, es ist sehr interessant zu gucken, was IBM im Bereich Künstliche Intelligenz macht, weil IBM in der Science Fiction eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel HAL. 2001 hat Kubrick absichtlich den Namen den Computer HAL, so HAL, HAL sind die drei Buchstaben vor IBM. Eine sehr wichtige Science-Fiction-Erzählung ist die von Arthur C. Clarke, der auch das Drehbuch von 2001 geschrieben hat, 9 Billion Names of God. Das, die Geschichte findet statt bei den Tibetern. Die wollen, die haben als Aufgabe, die 9 Milliarden Namen von God aufzuschreiben. Und die kommen zur Erkenntnis, die schaffen das nicht. Und die engagieren IBM. IBM-Techniker kommen an in Tibet und gehen hoch in den Bergen. Und mit Computer, die schaffen das. Es ist sehr schnell beschleunigt mit der Datenverarbeitung, werden alle 9 Milliarden Namen von God und die Tibetischen schön gespeichert. Und dann am Ende der Geschichte, die IBM-Techniker, die gehen zurück nach unten in den Berg und plötzlich sehen sie, dass alle Stellen im Himmel ausgelöscht werden. Das heißt, die haben dabei die Realität vernichtet. Also dass die ganze Welt oder Gott als Idealisierung der Welt im symbolischen Sinn, dass die ganze Welt so durch die Sprache formalisiert werden, führt dazu, dass die Realität vernichtet wird. So, das ist eine sehr interessante Erzählung von Arthur C. Clarke. Meine Position
vis-à-vis künstliche Intelligenz ist sehr einfach ausgedrückt folgende. Ich glaube, dass fast alle Projekte des künstlichen Intelligenz sind falsch, also basieren sich auf falschen Annahmen, weil die haben die Annahme, dass Menschen schon intelligent sind. Ja, also das klingt sehr lustig, aber das ist meine Position. Also die Annahme, dass Menschen schon intelligent sind, wir sind okay, wir sind in Ordnung und wir wissen, was Intelligenz ist. Und das technische Projekt, das technologische Projekt, ist nur diese Intelligenz in Technologie zu replizieren, zu duplizieren, zu klonen. Ich bin auch ein Befürworter des künstlichen Intelligenz, aber in einem alternativen Sinn. Ich denke, das richtige Projekt der künstlichen Intelligenz ist, die Intelligenz erst zu erfinden, erst zu kreieren. Daher rede ich in meinen Veröffentlichungen über KI und Android über eine Partnerschaft zwischen Menschen und künstlichen Wesen und technologischen Entitäten und Software. So eine Partnerschaft, leichtgestellt zwischen Menschen und Androiden. Das heißt, wir lernen von diesem Projekt, lernen wir zum ersten Mal, was Intelligenz ist. Und diese Intelligenz ist kein nur rational kalkulierender männliche, wenn man es so ausformulieren will, Intelligenz, sondern auch Emotionen, Gefühle, soziale Fähigkeiten, Sprache, Verkörperung. Das heißt, die ganze kreative, intuitive Seite des Gehirns. Also IBM definiert dieses Projekt des Cognitive Computings und haben 20 Labore auf der Welt, die daran arbeiten. Also Programmable Computing, Informatik als ein Computerprogramm, das aus Anweisungen besteht, formale Logik, total unambivalente Anweisungen, wo Poesie, Dichtung, menschliche Sprache eliminiert ist. Cognitive Computing nimmt sehr viel aus der Neurowissenschaft und die wollen eine neue Computerarchitektur schaffen zwischen linke und rechte Gehirn, kreativ, emotional, intuitiv. So, wenn man guckt, was IBM in diesem Bereich macht, die haben dieses Watson-Projekt, das ist das Avantgarde der künstlichen Intelligenz praktisch. Dieses Machine Learning ist basiert auf Epistemologie und Sprachwissenschaft und die interessieren sich auch sehr für französische Poststrukturalismus und Philosophen, Sprachphilosophen wie Wittgenstein und Derrida. So, es ist eine ganz andere Konzeption der Informatik. Und was ein Computerprogramm ist, wird ganz von vornherein undefiniert und umgedacht. So semantisch, semiotisch, Sprache, das sieht man auch in den Roboterprojekten an der MIT von Norman Brooks. Es geht um Behavioral Computing, Bottom-up Intelligence. So in dem Film Ex Machina, ich sehe auch, dass das Metaphor, das ist ein Teil meiner Interpretation von Ex Machina, dass zwischen den beiden Männern gibt es einen Konflikt. Weil der CEO, dieser große Konzern, der die Androiden schafft in diesem Geheimlabor in Alaska, er sagt oft, die künstliche Intelligenz ist eine ganz
logische, normale, unvermeidliche Konsequenz von der Informatik, die wir die kennen. Und das ist meiner Meinung nach falsch, weil es ist keine Konsequenz von der bestehenden Informatik, sondern es muss ein Paradigmenwechsel stattfinden, um die richtige KI zu ermöglichen. Und der andere männliche Hauptfigur des Films, der Programmierer, er kommt immer mehr zur Kenntnis, dass dieses Turing-Test falsch konzipiert ist. Es geht nicht nur um die Fähigkeit, dass man mit einer Software reden kann und nicht unterscheiden kann, ob das Software oder Maschine ist. Es sind ganz andere Konzepte in diese neue Informatik. Es geht um die Sichtbarkeit von den Daten und von den Variablen. Es hat viel mit Quantum Computing zu tun. Man muss, instead of finite state machines and variables whose values are visible all the way from the input to the output, it's instead a behavioral paradigm, a black box process. The data cannot be read or written in the sense that we understand it, because it has to be quantum information that is destroyed in the act of reading it. So there's some kind of biological or brain metaphor. Ja, die Informatik soll transdisziplinär werden. Die soll nicht mehr eine engineering-technische Disziplin sein. Man muss in der Informatik gestalterische, ästhetische, soziologische, philosophische, literaturwissenschaftliche Fragen auch dabei stellen. Es muss interdisziplinär und transdisziplinär sein. Die Logik des Turing-Computers ist die Logik des Discretes, Identitäten und Differenzen. Alle Variablen unterscheiden sich klar voneinander, alle Variablen werten auch, und das ist altmodisch, das ist das Paradigma. Das ist eigentlich 17. Jahrhundert Philosophie, Descartes. Das ist die Frage der Komplexität, wie geht man mit einer komplexen Aufgabe um? Man teilt die komplexe Aufgabe in mehrere übersichtliche Teilaufgaben. Das ist die Logik von dem Automotor. Ganz und Teilen, es ist kombinatorisch und mechanistisch. Die neue genetische Algorithmen, neuronale Netze, das ist eine ganz andere Logik von Ähnlichkeiten. Wie Musik ähnliche Resonanz zwischen das Ganze, die Instanz, das Executable und die kleinste Einheit. So anstatt Parallelität und Differenzen, eine Logik von Ähnlichkeiten und Resonanz wie Musik und Poesie oder Tanz. So dass die Lebendigkeit, das ist, kann man sagen, es ist eher ein Projekt des künstlichen Lebens als künstliche Intelligenz. Das Leben schafft man auch durch Kunst oder durch Biologie. So, Johnny Mnemonic habe ich schon erwähnt. Ich wollte den Trailer zeigen. Das ist der beste Weg, einen Überblick über den Film zu gewinnen. Aber wir haben keinen Internetanschluss. Ja, er hat ein kybernetisches Gehirn. Er kann Computerspeicher in seinem Gehirn abspeichern und hochladen und runterladen. Aber das ist sehr naiv, dabei wird
die ganze Frage des Differenzes zwischen zum Mensch, was wir gehören, steht sehr viel aus Quantum-Informationen, aus Netzwerkverbindungen und unsichtbare Informationen. So, das sind Grundannahmen der bestehenden 17. Jahrhundert-Informatik, dass wir in der 17. Jahrhundert-Informatik, wir interessieren uns nur für Informationen und Daten, die auf einem physischen Speichermedium gespeichert werden können. Und das menschliche Gehirn ist alles andere als das. Man kann nicht durch eine Fotometapher das Gehirn verstehen. Ja, eine visuelle Metapher. So, da ist viele Forscher in der KI, zum Beispiel Ray Kurzweil, haben naiv darüber geschrieben. Okay, dann Nummer 6. Ich werde am Ende des Vortrags 10 Minuten von dieser ABMC zeigen. Das haben wir schon erklärt. Also ich denke, das ist eine Technologie, die die Unterhaltungsindustrie nach Folge von Fernsehen und virtueller Realität gerne schaffen würde, wenn es möglich wäre, meine Träume, meine Fantasien auf einem Bildschirm audiovisuell, multimedial zu zeigen und auch Cartridges zu kaufen, wobei man neue Erfahrungen und Erlebnisse ausleben kann. Es gibt zwei Filme mit Christopher Walken, einer meiner Lieblingsschauspieler, die auch mit diesem Thema sich beschäftigen, Brainstorm von 83. Poetic Codes, das bedeutet, um Widerstand gegen die Überwachungsgesellschaft zu machen, müssen wir die Informatik in Frage stellen und unterminieren und transformieren. Es geht nicht darum, man muss verstehen, was sind Codes und was ist die Möglichkeit, als Hacker im Sinne von Creative Coding einen ästhetischen und politischen Widerstand zu machen. Das heißt, nicht mehr akzeptieren, dass Code unbedingt sein muss, wie Code bis heute gewesen ist. Die Trennung zwischen Kreativität und Ingenieur sein, das Programmieren eine technische Ingenieuraufgabe ist. Daher unterrichte ich an Universitäten wie hier an der HTW Offenbach Creative Coding, dass Künstler und Designer und sogenannte Kreative lernen sollen zu codieren. So dass diese Erkenntnis begann in der Medientheorie mit Friedrich Kittler, der König der deutschen Medientheorie, der gesagt hat, Geisteswissenschaftler sollen programmieren lernen. Und das ist sehr wichtig, Code und Poesie zusammenzubringen, Schreiben und Programmieren zusammenzubringen. So, Derrida hat gesagt, dass das vor 15 Jahren das Schreiben ist der Akt par excellence des Widerstands gegen der Überwachung und Informationsgesellschaft. Aber jetzt ist Code-Schreiben das Schreiben des 21. Jahrhunderts. So, es gibt an Gestaltungsunis in Deutschland
ein neues Umfeld Transformation Design oder transdisziplinäre Gestaltung, auch gegen automatische Prozesse. Ja, wir haben Datenverarbeitung und Informatisierung entdeckt und dann haben wir sehr dummerweise alle Prozesse automatisiert. Das ist übertrieben, aber man soll weder ganz ohne Bewusstsein ein Befürworter dieser Automatisierung noch ein Gegner sein. Wir sollen wieder erlauben, dass menschliche Interventionen in automatischen Prozessen eine Rolle spielen in den Informationssystemen. So, dieses Brain Control, so das ist mein Thema, das ist das Thema des Vortrags. Mein zentraler Punkt ist, Brain Control ist bei sehr vielen Science-Fiction-Filmen, aber man kann nicht wirklich damit umgehen, ohne zur Erkenntnis zu kommen, dass zwischen menschlichem Gehirn und Computerspeicher gibt es einen Widerspruch. Und dieser Widerspruch, es gibt eine Inkonsistenz. So diese Schnittstelle geht nicht leicht und wird mit der bestehenden Informatik nicht möglich sein. So dieses Brain Control ist auch ein Film mit Christopher Walken. Poetische Sprache innerhalb des Software-Codes, Code als Begehren. Ich glaube, das ist das Unterschied von Code als Anweisung. Das hat der Medientheoretiker Wilhelm Schlüssel gesagt. Es soll im Code Begehren sein. Und ich denke, dass der Film Ex Machina daher ein großer Science-Fiction-Film ist, weil er fängt an, das klassische Paradigma von KI in Frage zu stellen mit einer Wende in Richtung Code als Desire, als Begehren. Paradigmenwechsel in jeder Wissenschaft, das kennt man aus dem großen Buch von Thomas Kuhn, Structure of Scientific Revolution, Coding for Artist Designer, Software als lebendig oder quasi halb lebendig und gleichgestellter Partner, das ist die Alternative zu Software als totes Objekt, als tote Maschine, an der wir nur anweisen. Und das ist auch, so man kann es, ich bin kein Feminist, aber ich kann sagen, so im Sinne von postkolonialistischer Forschung, sagen, für mich ist Software eine, wie du sagst, oppressed group, ja, eine unterdrückte Gruppe, ähnlich zu ja, Männer, wenn man so also was glaubt, also Männer und Frauen, Erste Welt und Dritte Welt, Kapitalist und Arbeiter, Heteros und Schwulen. Für mich ist Software in unserer Gesellschaft die unterdrückte Gruppe par excellence. Weil wir Software ist überall, ist absolut überall in unserer Gesellschaft, aber wir betrachten die immer noch als totes Ding, tote Maschine. Die Filme über Androide, also Android ist eine Metapher für Software. Es gibt auch, kann man auch buchstäblich über Androide sich Gedanken machen, aber die Figur des Androids, die Figur von Data bei Star Trek The Next Generation, das ist hauptsächlich eine Metapher für Technologie und für Software. So, wie würde ein Connection zwischen Computerspeicher
in dem neuen Paradigma, nicht in dem bestehenden Paradigma, unmenschliche Gehirn funktioniert. Wie würde dieses Connection in der Tat funktionieren? Ja, das habe ich schon gesagt. Also eigentlich so, dass wie das Ihnen funktioniert. Wir müssen, apropos binäre Oppositionen, die Opposition zwischen physisch und virtuell ist für mich eine binäre Opposition, die wir überwinden müssen, um Zukunftstechnologien zu verwirklichen. Weil wir müssen, das ist das neue Paradigma, wenn wir hinter uns die Annahme, dass Screen ist Screen und physische alte Realität, ist, wir müssen das ganz umdenken. Okay, das war meine letzte Folie. Also hier gibt es noch eins. So diese, das ist aus meinem Projekt Das Auto der Zukunft und ist eine Visualisierung von Nick Pugh. So hier sieht man das Auto, das ist ein bisschen ein Nebenthema, aber das Auto als Transportmedium. Man fährt durch die physische Welt und dann Auto als virtuelles Medium und wo man virtuelle Reisen, virtuell, das Auto bleibt stehen und wird zum virtuellen Realität-Unterhaltungsplattform und durch die Kombination von dem alten Transportphysischen und dem neuen virtuellen besteht so ein Strom und dann springt man plötzlich in diese neue Dimension eines neuen Mediums. Okay, so. Okay, so wir nehmen das hier raus. So, you have kind of told me.